Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Wie ihr, denke ich, alle wisst, bin ich sehr gerne draußen unterwegs. Nicht nur zu Fuß, sondern auch mal mit dem Fahrrad oder mit dem E-Scooter oder mit dem Auto oder mit dem Zug oder mit dem Flugzeug. Es gibt mittlerweile unfassbar viele Fortbewegungsmittel. Heute soll es allerdings nicht um Fortbewegungsmittel gehen, sondern um Straßenschilder. Denn jedes Fortbewegungsmittel benötigt Straßenschilder, außer vielleicht Flugzeuge, da ist es im Himmel ein bisschen unnötig dann. Ich habe mich auf jeden Fall mal wieder in die Weiten des Internets hinausbegeben und nach den interessantesten, unglaublichsten, verrücktesten und vor allem auch witzigsten Straßenschildern geschaut. Wow! Fangen wir direkt an mit diesem hier. Hier muss man aufpassen, dass Aliens nicht irgendwie vielleicht eine Kuh auf die Straße senden. Das ist einfach Amerika, ne? Und das hier ist tatsächlich auch in Amerika, denn hier ist jemand mit seinem Fahrrad, was auch irgendwie nur ein Rad hat, in irgendein Loch gefallen und wird dann von einem Krokodil aufgefressen. Bro, da ist weit und breit nicht mal Wasser zu sehen. Also, ich frage mich in Amerika wirklich gar nichts mehr. Wo wir allerdings gerade schon in diesem wunderschönen Land da hinten über einen Teich rüber... Niemand nennt den Atlantik Teich. Naja, wo wir allerdings gerade schon bei Amerika sind. Erklärt mir mal bitte das hier. Da sind fliegende Rentiere irgendwie auf den Straßen. Da muss man ja auch nicht aufpassen, wenn die da einfach drüber fliegen können. Wir hatten ja allerdings vorhin eine Situation, wo ein Fahrradfahrer mit nur einem Rad hinten irgendwie über Löcher in der Straße hingefallen ist und dann wurde er von einem Krokodil aufgefressen. Sowas ähnliches gibt es auch in einem anderen Ort in Amerika, und zwar hier. Aber ohne Krokodil. Und irgendwie in grün, was halt irgendwie impliziert, dass man das machen soll. Das ergibt wenig Sinn. Und mindestens genauso wenig Sinn ergeben diese beiden Straßenschilder. Da sind nämlich irgendwie so Figuren, die klettern da hoch und klettern vom einen Straßenschild rüber in das andere. Ich weiß nicht, ob das gefotoshoppt ist oder ob die da wirklich so stehen. Aber es ist Amerika, von daher kann ich denen alles zutrauen. Ich glaube, ich bin der größte Amerika-Hater der Welt. Machen wir jedoch direkt weiter mit dem nächsten kuriosen Straßenschild. Und das ist meine Tastatur. Wenn man dieses Straßenschild sieht, muss man sich anscheinend in Acht nehmen vor irgendwelchen Stunt-Leuten, die da irgendwie freihändig beim Motorrad irgendwie... Digga. Amerika. Bleiben wir jedoch direkt in diesem wunderschönen Land, meine lieben Freunde. Hier muss man nämlich aufpassen, dass innerhalb der nächsten 0,2 bis 3 Kilometer irgendwelche Elche über die Straße laufen. Und ich mir so denke, Bruder... Als wenn Elche jetzt sagen, ja, nur in diesem 2,8 Kilometer Abstand laufen wir da lang. Wenn ein Elch dann davor da lang läuft, dann ist das, also das ist, dann stell doch einfach nur ein Schild auf. Ach, das ist ja dieses Land, ne? Und dass die da hinten dann auch alle immer denken, sie seien die Schlausten. Die denken ja wirklich, die sind die klügste und beste Nation der Welt. Das verstehe ich einfach nicht. Also auf diesem Schild steht halt einfach Scribbles have right of way, das heißt Eichhörnchen am Vorfahrt. Okay. Das hier ist ein ganz normales Wegweisungsstraßenschild, aber unten steht einfach drauf Secret Nuklearbunker. Entspannt. Vor allem, dass dieser Secret übelst geheime nuklearische Bunker einfach auch auf einem Straßenschild vermerkt wurde. Sign not in use, Amerika. Dann macht's doch einfach weg. Oder auch beim nächsten Straßenschild, ne? Da merkt, also das, ich weiß, hier. Passt auf vor wilden Tieren und Kindern. Brudi. Ey, passt lieber mal vor euch selbst auf da hinten. Hier dürfen anscheinend nur Hexen parken. Keine Ahnung. Und hier muss man aufpassen, dass nicht plötzlich so ein Dinosaurier Raptorix McCulley Talipi-Puster über die Straße läuft. Ja, okay, das könnte halt wirklich ein Joke sein und so, aber viele Dinge, die man hier halt auch sieht, sind einfach nur so schwachsinnig. Bro, ey, ich frag mich wirklich nichts mehr. Tut echt schon weh, diese Dummheit. Sobt. Ey, ihr könnt eure eigene Sprache nicht mal. Und das Schild hier verstehe ich nicht mal. Ey, die stellen Schilder da hinten auf, die einfach... Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich meine, das Einzige, ich zeig's euch hier nochmal, das Einzige, was ich da wirklich erkennen kann, ist ein Typ, der auf dem Dach steht und vielleicht wegen Nässe, Glätte oder Schnee halt irgendwie runterfällt. Aber dann macht halt auch dieses Forbidden keinen Sinn. Weil was soll das dann heißen? So, hey, wenn du gerade dabei bist, vom Dach zu fallen, pass auf, mach's besser nicht. Ja, danke, hatte ich jetzt auch nicht vor. Zombies ahead, chillig. Chillig. Ich
sehe gerade hier das nächste. Ich verstehe es einfach nicht, ne? Ich meine, was ist das? Muss man hier jetzt aufpassen, dass ein Auto vom Himmel fällt? Oder muss man selber aufpassen, dass man irgendwo runterstürzt? Aber dann ist er ja nirgends... Ach, Digga, ey, komm, scheiß drauf. Hier beim nächsten auch. Hey, es ergibt keinen Sinn mehr. Hier sind zweimal ein One-Way-Schild, aber einmal nach rechts und einmal nach links in der gleichen Straße. Das heißt, es ist dann quasi nicht One-Way in die eine Richtung, One-Way in die andere, sondern in beide Richtungen. Also es ist eine ganz normale Straße. Boah, ey, ich nehm gleich meinen Code und schmeiß den da rüber. Wisst ihr was? Ich hab noch locker 25 weitere Straßenschilder. Aber ich lasse es sein. Komm, ich zeige euch noch das, was ich hier gerade gesehen habe. Und dann mache ich vielleicht irgendwann ein zweites Video, wenn es euch gefallen hat. Aber für heute bin ich raus mit der Dummheit. Ich bin so ein Mensch, ich könnte sterben daran, wenn andere Leute zu blöd sind. Ich zeig's euch mal. Hier. Keep right, unten Pfeil nach links. Ey. No job. Nee, nicht mit mir. Macht eure Regeln in diesem Land. Denkt, ihr seid die Besten. Okay, aber lasst mich in Ruhe damit. Okay? Dankeschön.